Die Hoyerswerda Versorgungsbetriebe werden zukünftig auch die Stadt mit Strom und Gas beliefern. Eine entsprechende Konzessionsvereinbarung segnete der Stadtrat am Dienstagabend ab. Die Verträge gelten für die nächsten 17 bzw. 20 Jahre. Die VBH zahlen für das Recht der alleinigen Grundversorgung an die Stadt eine Abgabe. Beim Strom betrug sie im Zeitraum von 2010 bis 2012 über 800.000 Euro, beim Gas zwischen 30.000 und 40.000 Euro pro Jahr.